hier? Wer bist du? Ich bin Mathilde. Ich bin die Reinkarnation des göttlichen Baumes. Wayne, deine Hoffnung und die Hoffnung vieler anderer haben mich wiedererweckt. Dann bist du also die Schwester von Mythos? Nein, Mythos Schwester Mathilde ist eine der vielen Seelen, die in mir ruht. Ich bin Mana und ich bin der göttliche Baum. Ich bin das Symbol der unzähligen Leben, die ihm geopfert wurden. Ich bin ein neuer Geist, geboren, um den göttlichen Baum zu begleiten. Es ist genau wie in den alten Legenden beschrieben. Einfach unglaublich. Ohne den göttlichen Baum entsteht in dieser neuen Welt nicht ausreichend Mana. Verschwindet das Mana, würde die Magie untergehen und alles Leben versiegen. Mit anderen Worten, da du als Inkarnation so gesehen selbst der göttliche Baum bist, würde die Welt ohne dich untergehen. Ich bin nur eine Manifestation, ein Schutzgeist. Du bist ein Elementargeist? Das heißt, man kann mit dir einen Pakt zur Beschwörung eingehen. Wie erstaunlich! Ja, das ist möglich, aber zu gegenwärtigen Zeiten nicht notwendig. Ich kann leider nicht beschwören, aber die Sache interessiert mich. Vielleicht sollte ich Fina bitten, mir zu helfen. Wie gerade erwähnt, es ist nicht notwendig für dich, mit mir einen Pakt zu schließen. Wenn Fina mit ihr einen Pakt eingeht und sie beschwört, was für Kräfte werden dann wohl freigesetzt? Hat sie ähnliche Fähigkeiten wie Gnome, der Geist der Erde? Zum Teil habe ich die. Und um es nochmal zu verdeutlichen, meine Macht ist für dich nicht erforderlich. Es ist unnütz, mich zu einem einseitig gewollten Pakt zu drängen. Ist es möglich, dass du und Gnome in einer vergleichbaren Koexistenz wie die Lichtgeister Luna und Aska stehen? Das muss ich unbedingt erforschen. Ich mache mich gleich auf den Weg zu Fina nach Misor. Bestimmt wird sie die Bedeutsamkeit meines Vorhabens verstehen und mir behilflich sein. Ich sagte, es existiert keine Notwendigkeit, mich an einen Pakt zu wenden, um mich anschließend jederzeit nach Belieben rufen zu können. Ich will meine Ruhe! Reizt sie nicht, sie ist gefährlich.